Meine Damen und Herren, unsere heutige Folge von Österreich 1 führt uns noch einmal zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in das Jahr 1941. Dieses Jahr bringt eine entscheidende Wende im Kriegsgeschehen. Hitler greift die Sowjetunion an und im Pazifik fliegen die Japaner ihren Angriff gegen Pearl Harbor. Die Sowjetunion und die USA sind damit einbezogen in den Krieg und die neue Mächtekonstellation hat sofort Rückwirkungen, auch auf Österreich und die Österreicher. Aufgrund der erhöhten Kriegsanstrengungen, auch der hohen Kriegsverluste, werden immer mehr Menschen in den Kriegsdienst einbezogen. Schließlich dienen mehr als 1 Million Österreicher in den Rängen der deutschen Wehrmacht. Viele von ihnen bleiben in Stalingrad, werden getötet, verwundet, gefangen genommen. Auf die Niederlagen im Felde antwortet das nationalsozialistische Regime mit einer immer brutaleren Verfolgung seiner echten und vermeintlichen Feinde, unter anderem mit der fast totalen Ausrottung der Juden im deutschen Machtbereich. Aber es gibt auch zunehmend Widerstand in der Bevölkerung und auch bei den Soldaten. Ein Österreich-Bewusstsein macht sich bemerkbar, ganz allgemein in der Heimat und an der Front. Und die Österreicher im Exil drängen die alliierten Mächte, die Wiedererrichtung Österreichs als ein vordringliches Kriegsziel zu erklären. Österreich im Exil, ihre eigenen, noch aus der Zeit der Ersten Republik stammenden politischen Gegensätze nicht überwinden können. Es gelingt ihnen nicht, eine österreichische Exilregierung zu bilden, obwohl das für das Land gut gewesen wäre. Dennoch, Österreich wird wiedergeboren, mitten im Krieg, aufgrund kühler, nicht ganz uneigennütziger Überlegungen der alliierten Mächte, vor allem aber in den Herzen vieler Österreicher. Doch zunächst zurück in das Jahr 1941. Die Deutschtruppen sind bereit zum Angriff auf die Sowjetunion. Die Luftwaffe hat Befehl, den Gegner auszuschalten, ehe er Abwehrmaßnahmen ergreifen kann. Und dann bricht die Hölle los. Die hohen Zäune werden niedergerissen, hinter deren Schutz die deutschen Soldaten aufmarschiert waren. Nun setzt sich die Blitzkriegmaschine in Bewegung gegen die Sowjetunion, stößt gleich am ersten Tag. Saaten werden vor den deutschen Truppen, aber steigen überall im Land schwarze Rauchsäulen auf. Die Zivilbevölkerung leistet zum Teil bereits Widerstand. Sie zündet selbst das Getreide auf den Feldern an. Schließlich werden auch die Häuser in Brand gesetzt. Die Angreifer sollen kein Stück Vieh, keinen Bissen Brot vorfinden auf ihrem Weg in das Landesinnere. Und auch keine Quartiere, wenn der Winter kommt. So haben sich die Russen schon einmal gewehrt. Gegen Napoleon. Den Kolchosbauern erlaubt die sowjetische Führung den Rückzug. Mit den Traktoren und Mähmaschinen versuchen sie, der Front zu entkommen. Frauen und Kinder treten die Flucht an. Die Sowjetarmee hingegen erhält den Befehl, sofort stehen zu bleiben, den Kampf aufzunehmen und zum Gegenangriff anzutreten. Und sie bleibt stehen, was ihr zum Verhängnis wird. Denn sie wird von den rasch vorstoßenden deutschen Verbänden eingekesselt. Die deutsche Luftwaffe fliegt nun pausenlos Einsätze gegen die umzingelten Sowjettruppen und die deutsche Artillerie hämmert auf sie ein. Die Sowjettruppen verlieren tausende Panzer. Die deutschen Panzer schneiden der Roten Armee den Rückzug ab. Hunderttausende Sowjetsoldaten fallen in Gefangenschaft. So viele sind es, dass Hitler glaubt, die Sowjetarmee schon geschlagen zu haben. Hunger herrscht in den Lagern.
Russische Bäuerinnen werfen den gefangenen Soldaten Brot und Kartoffeln zu. Im Führerhauptquartier erläutert Hitler seinem italienischen Verbündeten Benito Mussolini seine weiteren politischen und militärischen Pläne. Barbarossa ist der Deckname für den Feldzug gegen die Sowjetunion. Dem deutschen Vorstoß nach Moskau stehe nichts mehr im Wege, meint Hitler. Er sei überzeugt, dass der Krieg bereits gewonnen sei. Die Operation Barbarossa werde noch in diesem Jahr abgeschlossen. Man begibt sich an die Front. Und Hitler erklärt Mussolini, dass es keine Macht der Welt mehr geben werde, die unsere Position in Europa erschüttern könnte. Zum Beweis werden vernichtete sowjetische Panzer besichtigt. Das ist der Eingang zum Sender Berlin des Reichsrundfunks. Militärisch bewacht, seit es Krieg gibt. In diesem Krieg kommt dem Rundfunk eine entscheidende Rolle zu. Er soll für die Aufrechterhaltung der Siegeszuversicht in der Bevölkerung sorgen und damit ihre Kriegsanstrengungen fördern. Wendelader vom Dienst? Ja, bitte? Sondermeldung. Sondermeldung. In Sondermeldungen aus dem Führerhauptquartier wird nun von den großen Siegen an der Ostfront berichtet. Aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Über 38.000 Gefangene wurden eingebracht. 250 Panzerkampfwagen, 59 Geschütze und weiteres Kriegsmaterial erbeutet. Zu den Siegesmeldungen gibt es auch Brot und Spiele. Und Österreicher stehen nicht nur als Soldaten an der Front, sie sind auch bei den Spielen dabei. Das ist der Originalfilmbericht von der deutschen Fußballmeisterschaft 1941. Um die deutsche Fußballmeisterschaft im Olympiastadion. Die Gegner sind Schalke Westfalen und Rapid Wien. 90.000 Zuschauer wohnen dem Kampf bei. Rapid Wien, schwarze Hosen. Erstes Tor für Schalke. Schalke schießt das zweite Tor. Rapid gegen Schalke. Gespielt am Tage des Angriffs auf die Sowjetunion. Am 22. Juni 1941. Die Österreicher scheinen hoffnungslos geschlagen. Doch es gibt sie noch, die berühmte Rapid-Viertelstunde. Der Kampf scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4:3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft. Ein Elfmeter für Wien. Unter den Zuschauern der Leit Wien Baldur von Schirach. Er hat für die Kriegsanstrengungen der Wiener zu sorgen. Popularität soll ihm dabei helfen. Das Siegestor! Doch nicht nur im Fußball, auch in der Rüstung macht die Ostmark von sich reden. August Eigruber, der Gauleiter von Oberdonau, wie Oberösterreich zu dieser Zeit genannt wird, besichtigt die Hermann-Göring-Werke in Linz, das neue Eisen- und Stahlkombinat, die spätere Fürst. Das Werk, 1938 konzipiert und in 3 Jahren errichtet, wird nun Zentrum eines bedeutenden Rüstungskomplexes im Raum Linz. Hier wird der Stahl erzeugt, den die Steyrwerke für ihre Waffenproduktion benötigen. Der enorme Panzerverschleiß an der Ostfront soll nicht zuletzt durch die Produktion in der neuen Linzer Stahlschmiede wettgemacht werden.
Das Werk ist mit den damals modernsten Maschinen zur Stahlbearbeitung ausgerüstet. Gleichzeitig mit der Stahlproduktion in Linz wird im benachbarten St. Valentin die Panzererzeugung aufgenommen. In den Nibelungenwerken, wie sie heißen. Einer Filiale der Steyr-Daimler-Puchwerke. Diese Rüstungsbetriebe werden später viele Bombenangriffe der Alliierten, vor allem der amerikanischen Luftflotte, auf sich ziehen. Aber auch in den idyllischen Alpentälern wird für den Krieg gearbeitet. Österreichs Wälder versorgen das Reich mit Holz, Zellulose und Papier. Holz ist somit ein kriegswichtiger Rohstoff und die Holzgewinnung wird mit allen Mitteln gesteigert. Die gefällten Bäume werden über Aquädukte transportiert. Das spart Lastkraftwagen, Energie und Menschen. Es fehlt an Arbeitskräften. Die Männer sind zum Kriegsdienst eingezogen und werden zunehmend durch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ersetzt, in den Fabriken und auf dem Lande. Frauen werden eingesetzt, zum Teil im Rahmen des weiblichen Arbeitsdienstes. Filmberichte wie dieser laufen in den Kinos. Sie sollen die schwere Arbeit als Vergnügen erscheinen lassen. Die Ostmark ist aber nicht nur Rohstoffbasis des Dritten Reichs. Sie ist auch dessen wirtschaftliches Ausfallstor in den europäischen Südosten. Wien und die Wiener Messe sollen diese Aufgabe erfüllen. Zur Messeeröffnung stellt sich fast die gesamte deutsche Wirtschaftsprominenz ein. ...1941 werden auf der Wiener Messe die Spitzenprodukte der deutschen Industrie angeboten, die noch für den Export erzeugt werden. Darunter schwere Traktoren und Baumaschinen. Interessenten kommen nicht nur aus den mit Deutschland verbündeten Balkanstaaten, sondern auch aus dem neutralen Ausland, der Schweiz und der Türkei. Holzbearbeitungsmaschinen sind eine Domäne der Ostmark. Für die heimischen Konsumenten zeigt das Kunstgewerbe, was aus Holz und Papier in Kriegszeiten alles gemacht werden kann. Zeitungsseiten geschickt zu Damenhüten geformt. Regenfest sind sie allerdings nicht. Hingegen lassen sich aus Holzspänen etwas festere Modelle herstellen. Hutspäne, sogar in verschiedenen Farben. Überhaupt nur durch Farbe werden die fehlenden Seidenstrümpfe ersetzt. Perfekt gemalt, mit Strumpfansatz und Naht. Sogar der Strumpfhalter fehlt nicht. Nicht wenige Frauen aber ersetzen Strümpfe und Kleider durch Stiefel und Uniformen. Hier werden Bereiterinnen ausgebildet. Sie sollen die Pferde zureiten, die von der Wehrmacht immer dringender angefordert werden. Denn in Russland, so stellt sich heraus, können nur noch die Pferde weiter, wo die Autos und Soldaten im Schlamm stecken bleiben. An der Ostfront geht vieles nicht mehr so, wie es die deutschen Vormarschpläne vorgesehen hatten. Der sowjetische Widerstand nimmt zu. Die deutsche Offensive verlangsamt sich. Das Blitzkrieg-Konzept scheint in der Sowjetunion erstmals nicht aufzugehen.
Noch einmal setzt das deutsche Oberkommando alles daran, nach Moskau durchzustoßen. Vergeblich. Den deutschen Soldaten fehlt die Winterausrüstung. Sie kämpfen in ihren Sommeruniformen, während die Temperaturen auf minus 20 Grad sinken. Im Winter sollte Moskau längst erobert sein und die deutschen Truppen sollten feste Quartiere bezogen haben. Stattdessen sind sie ohne jeden Schutz vor der Witterung. Auch viele Österreicher trifft dieses Schicksal. Ein rascher Rückzug in befestigte Quartiere wäre noch möglich. Aber Hitler befiehlt, die Front unter allen Umständen zu halten. Der motorisierte Nachschub kommt bald zum Erliegen. Pferdeschlitten kommen gerade noch durch. Nur wenige Filmaufnahmen wurden damals gemacht und nur ganz wenige sind erhalten geblieben. Aber auch diese wenigen lassen erahnen, welchen Strapazen die Soldaten damals ausgesetzt gewesen sind. Hitler hatte damit gerechnet, die Sowjetunion noch vor Einbruch des Winters zu besiegen. Doch die Russen hatten neben ihren Widerstandswillen zwei wichtige Verbündete. Die Weite ihres Landes und den russischen Winter. Der deutsche Vorstoß kam knapp vor Moskau zum Erliegen. Dort, wo damals die Moskauer aus rasch zusammengeschweißten Eisenbahnschienen ihre Panzersperren errichteten, steht heute ein Denkmal. Eine symbolische Panzersperre. Es ist heute Brauch in Moskau, dass frisch vermählte Paare sich zu diesem Denkmal begeben, gleich nach dem Standesamt, und dort die Blumen ihres Brautbouquets niederlegen, zum Gedenken an jene, die bei der Verteidigung der Stadt ihr Leben gelassen haben. Hinter dem Denkmal befinden sich zwei Soldatenfriedhöfe, ein russischer und ein deutscher. Auf dem deutschen liegen auch viele Österreicher. Bis hierher kamen 1941 die deutschen Truppen. Und hierher kommen heute die frisch vermählten Brautpaare in Moskau. Jeden Tag sind es einige Dutzend. Ein einfaches, aber eindrucksvolles Denkmal. Eine Panzersperre, symbolhaft vergrößert. Das Brautbukett wird niedergelegt auf einen Gedenkstein, der solcher Art Tag für Tag in Blumen untergeht. Das obligate Hochzeitsbild wird im Hintergrund die Panzersperre zeigen. Ein Gedenken an damals, an den Winter 1941. So sahen sie aus, damals, die echten Panzersperren am Stadtrand von Moskau. Und die Barrikaden, die aus Sandsäcken errichtet wurden. Alle halfen mit. Auch die Kinder. Auf den breiten Straßen werden Sperrballone an den Stadtrand gezogen. Sie sollen die Bevölkerung vor Tieffliegerangriffen schützen. Nach Tieffliegern hält auch der Wachposten auf der Kremlmauer Ausschau. Der Kreml selbst ist verlassen. Die Sowjetregierung evakuiert. Nach Kuibyschew an der Wolga. Über das Radio ruft Stalin die Bevölkerung zum äußersten Widerstand auf. Tod den deutschen Okkupanten. Der Ruf wird bald zum Losungswort. Unerwartete Reserven treffen in Moskau ein. Sibirische Truppen. Sie sollten die Grenze gegenüber den Japanern sichern, mit deren Angriff Stalin gerechnet hatte. Doch die Japaner haben anderes im Sinn. Sie wollen die USA angreifen. Und Stalin weiß es. So kann er die sibirischen Truppen an die Front vor Moskau werfen. Sie kommen mitsamt ihren Panzern. In wenigen Tagen bereits werden sie zur Offensive antreten. Und Moskau bekommt auch Besuch.
Der britische Außenminister Anthony Eden wird erwartet. Nun sind sie Verbündete, die Briten und die Sowjets, nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion. Der britische Gast wird von Außenminister Molotow begrüßt. Eden soll erkunden, ob die Sowjetunion dem Ansturm Hitlers weiterhin standhalten kann. Eden wird vor die Tore der Stadt gebracht, dorthin, wo noch vor Stunden der Kampf getobt hat. Der Brite soll dies alles sehen. Die Sowjetunion ist nicht geschlagen. Hitler hat noch nicht gesiegt. Erstmals wird bei diesem Besuch Edens in Moskau auch über die Zukunft Österreichs gesprochen. Es soll wiedererstehen, stellen Briten und Sowjets übereinstimmend fest. Doch erst müssen sie den Krieg gewinnen. Und der Weg dorthin wird noch ein langer sein. In Wien erfährt man von all dem noch nichts. Die Moskauer Gespräche bleiben geheim. Auf dem Heldenplatz versinken die Flugzeuge und die Panzer der Propagandaausstellung Der Sieg im Westen unter einer dichten Schneedecke. Der Winter des Jahres 1941 ist auch in Wien hart. Schneemassen bringen den kriegsbedingt ohne dies nur geringen Verkehr zum Erlahmen. Weiter kommt man auch hier mit dem Pferdeschlitten. Oder zu Fuß. Oder per Ski. Hausgemeinschaften müssen geschlossen zum Schneeschaufeln antreten. So wird es vom Gauamt Wien angeordnet. Schon der Schnee lässt die Katastrophe ahnen, der die Soldaten an der Ostfront ausgesetzt sein müssen. Doch dann kommt es amtlich. Der Führer appelliert an die Nation, er fordert ein Weihnachtsgeschenk des deutschen Volkes für die Ostfront. Winter- und Wollsachen sollen gespendet werden für die Soldaten. Auch Skier sollen abgegeben werden. Überall werden Sammelstellen eingerichtet. Und viele bringen ihr einziges Paar Ski, ihre letzten Schuhreserven und auch so manchen Pelz. Nichts davon wird die Soldaten an der Front noch rechtzeitig erreichen. Die Sammlung ist als große Propagandaaktion angelegt. Sie soll den Menschen das Gefühl der Hilflosigkeit nehmen, soll sie dem Durchhaltewillen der Führung unterwerfen. Hingegen dürfen die persönlichen Weihnachtspakete der Angehörigen für die Soldaten nur klein sein. Ihr Maß ist vorgeschrieben. Mehr könnten die Feldpostämter nicht bewältigen. Für mehr stünden keine Transportmittel zur Verfügung. Auch das Internationale Rote Kreuz in Genf hat Hochbetrieb. Die Postzentrale des Roten Kreuzes leitet Briefe an Kriegsgefangene weiter. Und das Rote Kreuz nimmt auch Vermisstenmeldungen entgegen, ist bereit, nach Angehörigen zu suchen. Daten und Fotos werden weitergeleitet an die nationalen Rotkreuzkomitees. So wird versucht, das Leid, das der Krieg über so viele Menschen gebracht hat, ein wenig zu lindern. Doch dieser Krieg erreicht erst jetzt seine vollen Ausmaße. Im Pazifik setzt Japan zum Schlag gegen die USA an. 6 japanische Flugzeugträger, begleitet von starken Kampfverbänden, sind unterwegs. Der Tagesbefehl: Vernichtung der amerikanischen Pazifikflotte. Die Flugzeuge starten. Über 300 sind es. Jäger, Bomber, Torpedoflugzeuge.
Es ist der 7. Dezember 1941. Das Ziel der japanischen Geschwader ist Hawaii. Dort liegt das Gros der amerikanischen Pazifikflotte vor Anker. Im Marinestützpunkt Pearl Harbor. Der Angriff erfolgt ohne Kriegserklärung. Welle um Welle greift an, schießt, bombardiert, wirft Torpedos ab. Fünf Schlachtschiffe werden versenkt, drei weitere in Brand geschossen. Fast 200 amerikanische Flugzeuge werden am Boden zerstört. Die Pazifikflotte der USA ist großteils vernichtet. In Washington tritt der Kongress zu einer Sondersitzung zusammen. Präsident Roosevelt richtet eine Botschaft an die Abgeordneten und an die amerikanische Bevölkerung. Roosevelt verkündet, was jedem schon klar ist. Aufgrund des japanischen Angriffs möge der Kongress erklären, dass Kriegszustand herrscht zwischen den USA und dem Kaiserreich Japan. That the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Deutschland könnte in diesem Konflikt neutral bleiben. Sein Pakt mit Japan sieht Hilfe nur vor, wenn Japan der Angegriffene wäre. Doch Hitler entscheidet anders. Vor dem Reichstag erklärt er den USA den Krieg. Gegenüber sich nunmehr endlich gezwungen gesehen, getreu der Bestimmung des Dreimächtepaktes vom 27. September 1940, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen. Die Niederlage vor Moskau deckt Hitler mit der Kriegserklärung an die USA zu. Die Kriegserklärung soll ihm freie Hand geben für den totalen U-Boot-Krieg im Atlantik. Die amerikanische Hilfe für England soll damit unterbunden werden. Die deutschen U-Boote erhalten Befehl, ab sofort auch jedes amerikanische Schiff anzugreifen. Bis jetzt galten US-Schiffe als neutral, auch wenn sie Kriegsgüter nach England und in die Sowjetunion transportierten. Zunächst gibt es Erfolge. Eine große Anzahl amerikanischer Schiffe wird versenkt. Die deutschen U-Boote stoßen bis an die amerikanische Küste vor. In der Nacht sehen die U-Boot-Kapitäne die beleuchtete Skyline von New York. Die Stadt ist hell erleuchtet. Im Gegensatz zu den Städten in Europa gibt es in New York keine Verdunkelung. Eines der U-Boote, die vor New York operieren, trägt den Namen Innsbruck, mit dem Innsbrucker Stadtwappen auf dem Turm. Ein anderes heißt Graz. Eines Villach. Und ein weiteres Bad Gastein. Unter den U-Boot-Mannschaften befinden sich auch nicht wenige Österreicher. Noch gilt U-Boot-Fahren als besonders abenteuerlich und heldenhaft, trotz aller Strapazen. Anfangs fügen die U-Boote dem alliierten Nachschub auch schwere Verluste zu. Bald aber werden neue Abwehrmaßnahmen, Radar und Sonar, der deutschen U-Boot-Waffe, verheerende Verluste bereiten.
Hitlers Kriegserklärung an die USA ist eigentlich unerklärlich. Hitler konnte nicht hoffen, mit dem U-Boot-Krieg die USA von England zu isolieren, den Nachschub total abschneiden zu können. Es ist eher eine Flucht nach vorn, den Krieg jetzt total führen zu können, auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen, notfalls diesen Krieg sogar zu verlieren, wenn man einen anderen gewinnen kann. Einen Krieg, den zu führen Hitler mehrfach angekündigt hatte, den rassenbiologischen. Jedenfalls gibt es eine merkwürdige zeitliche Übereinstimmung zwischen der Niederlage vor Moskau, der Kriegserklärung an die USA und dem Beginn der Endlösung, dem Versuch der Vernichtung der Juden. Die Endlösung wird Reinhard Heydrich übertragen, dem Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS. Den Auftrag erhält Heydrich vom Reichsmarschall und Beauftragten für den Vierjahresplan, Hermann Göring. Wörtlich heißt es in dem Schreiben Görings an Heydrich: Ich beauftrage Sie, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen. Heydrich beruft daraufhin eine Besprechung ein, mit anschließendem Frühstück, am 20. Januar 1942 in diese Villa am Wannsee in Berlin. Gauleiter und Amtsleiter für die besetzten Ostgebiete, 4 Staatssekretäre, Vertreter der Parteikanzlei und der Reichskanzlei, insgesamt 15 Teilnehmer, sind zur Besprechung in diese Räume geladen. Als geheime Reichssache wird in 30 Ausfertigungen das Besprechungsprotokoll dieser Zusammenkunft erstellt. Man beriet die Endlösung der Judenfrage. Für diese Endlösung in Europa kommen, wie es wörtlich heißt, rund 11 Millionen Juden in Betracht, verteilt auf die einzelnen Länder gemäß beigeschlossener Statistik. Die Ostmark haben rund 125.000 Juden noch rechtzeitig verlassen können. 43.700 sind noch da und zur Endlösung vorgemerkt. Was die Endlösung bedeutet, wird klar ausgesprochen. Die Juden werden im Osten zum Arbeitseinsatz kommen, in Arbeitskolonnen. Unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Wörtlich heißt es dann weiter: Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen. Wobei der Standpunkt vertreten wird, dass im Zuge der Endlösung eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. Als Chef der Sicherheitspolizei und des SD überträgt Heydrich die praktische Durchführung der Endlösung dem früheren Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien als zuständigem Referenten, dem SS-Obersturmbannführer Eichmann. Und die österreichischen Juden gehören mit zu den Ersten, die der Endlösung zugeführt werden. Jeder darf einen Koffer mitnehmen. Das wiegt sie in dem Glauben, sie würden umgesiedelt. Vor dem Abtransport haben sie sich in Sammellagern einzufinden. Wer der Vorladung nicht nachkommt, geholt. Die Transporte umfassen je 1000 Menschen aller Altersstufen, vom Säugling bis zum Greis. Auch die Kinder aus dem jüdischen Waisenhaus in Wien. Arik Brauer, damals selbst noch ein Kind, wurde Augenzeuge dieser Transporte. Ich war 13 Jahre alt, da war ich eben in diesem Kinderheim. Ich erinnere mich an furchtbare Szenen in diesem Kinderheim, nicht? Wo kleine Kinder, so 7-jährige oder 6-jährige Tschapperln ohne Eltern, nicht? Teilweise auch ungarische Kinder, deren Eltern verschickt waren schon, nicht? Von größeren Kindern halt getröstet wurden. Die wussten, dass sie am nächsten Tag am Transport kommen, und wir haben ihnen halt Geschichten erzählt,
was, wie schön es in Polen ist und so, nicht? Und was für, dass es dort, dass man dort so gut Schnee anbauen kann und solche Sachen, nicht? Und die Kinder sind ja gescheit, nicht? Die Kinder sind wie Tiere, die wissen, was auf sie zukommt in Wirklichkeit, nicht? Und waren nicht zu trösten. Und ich erinnere mich, dass die sehr viel geweint haben, bevor sie weggeschickt worden sind, nicht? Da mussten die Lehrer, nicht? Mussten entscheiden, wer weggeschickt wird, nicht? Da hieß es, 10 Kinder müssen zum Transport zum nächsten, nicht? Und jetzt müssen jüdische Funktionäre diese 10 Kinder aussuchen, man muss sich das vorstellen. Ne? Juden, die Offiziere waren, mit hohen Auszeichnungen, und auch deren Frauen, werden zunächst in das Ghetto Theresienstadt gebracht. Nur eine Zwischenstation. Für die meisten geht es später weiter nach Auschwitz. Frau Esther Tänzer wurde direkt von Wien nach Auschwitz deportiert. Und der Transport, ich glaube, das war das fürchterlichste, also was man sich vorstellen kann. Das waren Viehwaggons, da sind Männer und Frauen und Kinder, alles hineingeschoben worden, bis es ganz voll war. Und wir sind ungefähr 3 Tage unterwegs gewesen, bis wir an einen Abend nach Auschwitz gekommen sind. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es Auschwitz ist. Und das Fürchterliche dran war, abgesehen, dass man wenig, fast nichts zum Essen gekriegt hat, nichts zum Trinken bekommen hat. Das Ganze war, dass man schon die Menschen zu Tiere gemacht hat, sie demoralisiert hat. Und man musste sehr viel Willenskraft haben, um, sagen wir, diese Dinge, die einen schon fast zugrund gerichtet haben, dass man sie übersteht. Wir sind dann an einem Abend nach Auschwitz angekommen. Es war schon Nacht. Und da waren diese großen Beleuchtenden, diese elektrische überall. Und es hat gewimmelt von der SS. Und das hat geheißen, aussteigen, aussteigen, einzeln anstellen und dann durchgehen. Und da ist der SS gestanden und hat nur so oder so gemacht, links oder rechts. Und wer rechts gekommen ist oder links gekommen ist, ist entweder gleich ins Gas gegangen oder ist ins Lager hineingekommen. An der Bahnrampe von Auschwitz-Birkenau treffen unablässig die Deportationszüge aus allen deutsch beherrschten Gebieten Europas ein. Auf der Rampe werden die Männer von den Frauen und Kindern getrennt. Wer gesund und gut bei Kräften ist, wird in die Arbeitslager eingewiesen. So gibt es 2 Kolonnen auf der Rampe. Die eine bestimmt zur Zwangsarbeit, die andere zur Vernichtung in den Gaskammern. Die meisten Kinder, viele Frauen und alle älteren Menschen treten den Weg in die Gaskammern an. Um keine Panik entstehen zu lassen, wird der Eindruck vermittelt, als würden alle nur zur Badeanstalt geführt. Auschwitz ist das größte der Vernichtungslager, aber auch das größte Konzentrationslager des Dritten Reichs. Mit Baracken für mehr als 200.000 Menschen. Und das sind die Industrieanlagen, in denen die Lagerinsassen als Zwangsarbeiter eingesetzt werden. 48 Großbetriebe stehen hier, Zweigstellen fast aller deutschen Rüstungskonzerne. Schon die Gebäude wurden von den Insassen der Arbeitslager errichtet. Der gewaltige Industriekomplex bleibt der amerikanischen Luftaufklärung nicht verborgen. Diese Bilder wurden Anfang 1944 von den Amerikanern über Auschwitz gemacht. Es sind die Rüstungsbetriebe, die die Amerikaner interessieren. Die Buna-Werke, in denen synthetischer Kautschuk hergestellt wird. Die IG-Farbenindustrie mit ihren Hydrier- und Chemieanlagen. Sie alle sind auf den Bildern klar zu erkennen. Die Luftaufklärung gilt den Industrieanlagen. Aber deutlich zeigen sie auch die riesigen Barackenlager der Zwangsarbeiter und auch den gesamten Gaskammer- und Vernichtungskomplex von Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, das eigentliche Vernichtungslager. Bei genauer Betrachtung der Bilder sind nicht nur die Gebäude,
sondern ist auch zum Teil deren Funktion auf den Fotos zu erkennen. Hier hat die Kamera die lange Schlange von Menschen erfasst, die bei der Selektion zur Zwangsarbeit eingeteilt wurden und auf ihre Registrierung warten. Auch die Gaskammern und Krematorien sind deutlich zu sehen. Ob sie damals schon als solche erkannt wurden, ist eine offene Frage. Die englischen Beschriftungen wurden erst nach dem Krieg eingefügt. Das sind die Eisenbahnanlagen von Auschwitz. Endstation für Millionen. Endstation auch für fast 50.000 Österreicher. Rund 150.000 Österreichern war noch die Ausreise oder die Flucht ins Ausland geglückt. London wurde für viele von ihnen die erste sichere Zufluchtsstätte. England nahm sie auf. Doch bei Kriegsbeginn haben sich alle Ausländer registrieren zu lassen. Viele deutschsprachige Flüchtlinge kommen zunächst in Internierungslager. Erst nach genauer Überprüfung jedes einzelnen Flüchtlings werden die Gegner und Verfolgten des Hitler-Regimes als freundliche Ausländer anerkannt und aus den Lagern entlassen. Später wird auch zwischen Österreichern und Deutschen unterschieden. Oskar Rosenstrauch ist einer der Österreicher, die aus der Internierung entlassen werden. Wir kamen alle vor ein Tribunal, alle Internierten, und das Tribunal entschied dann über die Entlassung. Es gab eine Einteilung in Gruppen A, B, C. Und ich kam also im Januar 1942 gerade zur Gründung des Free Austrian Movement nach London. Freies Österreich, Free Austrian Movement, heißt die größte österreichische Exilorganisation in London. Young Austria, ihre Jugendorganisation. Das Free Austrian Movement versucht einerseits, die Österreicher zu sammeln, andererseits bei den Briten für die Wiedererrichtung eines eigenen, unabhängigen Österreich einzutreten. Und auch für den bewaffneten Kampf der Österreicher innerhalb der britischen Armee gegen Hitler. Wir hatten die Möglichkeit, in England für Österreich tätig zu sein, und wir haben diese Möglichkeit nach besten Können genutzt. Und auch zu diesem Zeitpunkt waren wir sicher, Austria will befreien gehen, Österreich wird wieder frei sein. The Lantern heißt ein eigenes kleines Theater im Austrian Center. Das Laterndl, Wiener Kleinkunstbühne in London. Alte und neue Texte österreichischer Autoren werden hier aufgeführt. Otto Tausig ist einer der jungen Künstler, die im Laterndl auftreten. Wir wollten den Engländern und uns selbst klar machen, dass Österreich ein Land ist, das für sich selbst existieren kann und existieren soll. Wir spielten also österreichische Stücke, wir spielten Raimund und Nestroy, und dann eines Tages kam Erich Fried zu mir und gab mir ein Manuskript und sagte, das wäre doch vielleicht ein gutes Stück für euch. Und das war von Jura Seufer, Vineta. Vineta ist ja die Stadt, die im Meer versunken ist, und das wird nun, dieses im Meer versunkene Vineta wird nur zu einer Metapher für Österreich, für Wien, Vineta, nämlich ein Land, das im Faschismus versunken ist. Die Menschen sind tot, sie wissen es nur nicht. Das Free Austrian Movement versucht sich als übergeordnete Exilorganisation der Österreicher zu profilieren und auch als solche bei den britischen Behörden und Parteien anerkannt zu werden. Hier eine Veranstaltung des Free Austrian Movement mit dem Dean von Canterbury. Den stärksten Einfluss in dieser Vereinigung üben die österreichischen Kommunisten aus. Ein Teil der österreichischen Sozialdemokraten in London, an ihrer Spitze Oskar Pollack und Karl Czernetz, lehnen die Zusammenarbeit mit den Kommunisten ab und wollen daher auch mit dem Free Austrian Movement nichts zu tun haben. Pollack und Czernetz haben ein Londoner Büro der österreichischen Sozialisten gegründet, das sich eng an die britische Labour Party anlehnt.
Der internationale Sekretär der Labour Party wird darauf aufmerksam gemacht, dass die österreichischen Kommunisten im Free Austrian Movement mit Habsburg-Legitimisten und früheren Schuschnigg-Leuten zusammenarbeiten. Sie alle hätten kein Recht, für Österreich zu sprechen. Dieses Recht hätten jedoch die österreichischen Sozialdemokraten, erklären Czernetz und Pollack. Doch auch sie sind nicht unumstritten. Denn eine andere Gruppe österreichischer Sozialdemokraten gründet eine eigene Vereinigung, die mit dem Free Austrian Movement zusammenarbeitet. Der britische Premierminister Winston Churchill hält sich an den früheren österreichischen Gesandten in London, Georg Frankenstein. Auf seine Einladung kommt Churchill im Februar 1942 zur Übergabe einer österreichischen Kantine an das britische Rote Kreuz. Hier erklärt Churchill, England werde nie vergessen, dass Österreich das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggression gewesen sei. Danach ist Churchill Gast in der Kantine. Viele Österreicher melden sich zum Dienst in der britischen Armee, zum Kampf gegen Hitlerdeutschland. Sie dienen in eigenen Einheiten. Die Kommandosprache ist Englisch, die Gesinnung österreichisch-patriotisch. Dann singen sie das Lied, das Jura Seufer in Dachau geschrieben hat. Wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Arbeit macht frei. Rund 3000 Österreicher werden britische Soldaten. In Schweden, in Stockholm, ist eine kleine, aber wichtige österreichische Exilgruppe tätig. Die Österreicher haben es nicht leicht. Schweden ist zwar neutral, aber deutsche Soldaten stehen in Norwegen und Finnland an den schwedischen Grenzen. So sind die Schweden vorsichtig. Doch die Exilösterreicher haben einen jungen, energischen Sprecher. Bruno Kreisky. Die österreichische Vereinigung bestand zum Teil aus politischen Flüchtlingen, zum Teil aus Flüchtlingen, die wegen ihrer Konfession, wegen ihrer Religion verfolgt wurden, also jüdischen Flüchtlingen, und solchen, die schon lange getauft waren, aber als solche jüdische Flüchtlinge galten, und schließlich aus den Militärflüchtlingen. Eines Tages brachte eine Zeitung, eine liberale Zeitung, die Nachricht, dass ein deutscher Soldat aus Österreich, ein Wiener, ich glaube ein Gärtnergehilfe, der nach Schweden flüchten wollte, von den schwedischen Militärs an die Deutschen zurückgestellt wurde. Das war für mich ein Alarmzeichen. Und machtlos, wie wir waren ja Emigranten, die ja nichts waren, ne? Bin ich zu den führenden schwedischen Sozialdemokraten gegangen und habe gesagt, Freunde, das können wir nicht akzeptieren, das ist furchtbar, das darf nicht wieder passieren. Ihr müsst Leute, die sich als Österreicher deklarieren, die müsst ihr wie politische Asylwerber behandeln. Die sagen damit, dass das nicht ihr Krieg ist, den sie hier führen. Und ihr könnt uns das also nicht antun. Und daraufhin wurde Folgendes vereinbart. Alle sogenannten Deserteure wurden hereingelassen. Und ich habe dann das Recht bekommen, diese Lager zu besuchen und Kontakt mit den Leuten aufzunehmen. Kreisky drängt darauf, aus allen Exilländern einen österreichischen Nationalkongress nach London einzuberufen, zu dem auch Bürgerliche und Kriegsgefangene geladen werden sollen, um Österreich eine Vertretung zu geben.
Die Zeit drängt, fügt er hinzu. Wir müssen unseren Einsatz für die Befreiung und den Aufbau Österreichs leisten. Große Hoffnung setzen viele Exilösterreicher auf die USA. Zuerst abweisend hatten die Vereinigten Staaten nun doch Flüchtlingen aus Europa die Einwanderung gestattet, auch jenen aus Österreich. New York wird zum Treffpunkt einer Reihe von Exilpolitikern. Im Zentrum der Stadt, in der 42. Straße, hat die österreichische Aktion ihren Sitz. Frühere bürgerliche Politiker versuchen die Zusammenarbeit. Ferdinand Janin, Sohn des K&K-Außenministers, Guido Zernato, Generalsekretär der Vaterländischen Front und Hans Rott, Minister in der letzten Schuschnigg-Regierung. Es reicht für dieses Foto. Danach trennen sich ihre Wege. Denn die Legitimisten unter ihnen wollen Otto Habsburg folgen. Der Sohn des letzten Kaisers ist ebenfalls in New York. Und Otto Habsburg hat Zugang zu Präsident Roosevelt, den er mehrfach besucht. Die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs als Vorbedingung irgendeiner friedlichen Lösung in Europa, das war, sagen wir, das Hauptthema, über das ich gesprochen habe. Bitte, es hat dann auch andere Kriegsziele gegeben, die dabei diskutiert worden sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit einer föderativen Lösung. Weil man Österreicher war, ist man selbstverständlich für Österreich eingetreten. Aber man muss sich ganz klar sein, diesem Staat müsse man einen Lebensraum schaffen, damit er wieder sein Selbstbewusstsein gewinne. Und das wäre natürlich der Donauraum, der logische Raum gewesen. Roosevelt war zweifelsohne ein großer Anhänger solcher größerer Zusammenfassungen, eigentlich aus eigenen Erfahrungen. Er war ja in dem alten Österreich-Ungarn gewesen. Und noch dazu hat er dieses alte Österreich-Ungarn mit dem Fahrrad besucht gehabt. Hat daher einen direkten Kontakt zu den Bevölkerungen zwischen Siebenbürgen und Wien genommen gehabt. Eines war aber für mich das Allerwesentlichste, die absolute Zusicherung, dass er mit aller Konsequenz für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs eintreten würde. Ja, das war, sagen wir, das Konkrete, was man mitgebracht hat von dort. Roosevelt und sein Außenminister Cordell Hull sind sich über die künftige Gestaltung Mitteleuropas lange nicht im Klaren. Donauföderation, süddeutscher Staat oder ein unabhängiges Österreich. Aber Roosevelt und Hull sind bereit, innerhalb der amerikanischen Streitkräfte ein eigenes österreichisches Bataillon aufstellen zu lassen. Die Aufstellung des Bataillons wird der Gruppe um Otto Habsburg übertragen. Als militärisches Komitee für die Befreiung Österreichs wendet sie sich an die Österreicher in den USA. Lieber Landsmann, heißt es, aber mit keinem Wort wird die politische Zielsetzung erwähnt. Otto von Österreich steht unter dem Papier. Also eine Monarchie? Hans Rott war Schuschnigg-Minister, ein Mann des Ständestaates. Zernato leitete die Vaterländische Front. Für welches Österreich würde das österreichische Bataillon stehen? Das Bataillon wird aufgestellt. Einige Österreicher haben sich freiwillig gemeldet. Die meisten anderen Soldaten wurden dem Bataillon zugeteilt. Tschechen, Polen, Ungarn, Völker der seinerzeitigen Monarchie. Wie alle Einheiten der US-Armee werden sie für den Kampf ausgebildet, auch für den Nahkampf mit dem Bajonett. Jedoch, die Tschechen, Polen und Ungarn sind nicht erfreut, in einem österreichischen Bataillon zu dienen. Alfred Bass hatte sich als Österreicher gemeldet und fand auch einige andere Österreicher in dem Bataillon vor. Und als das Licht in der Baracke angeknipst wurde, kam plötzlich eine lange, hagere Gestalt von der einen Ecke in Militärmantel auf uns zu und stellte sich kurz vor mit dem Namen Habsburg. Und wir haben uns dann die Hände geschüttelt und hatten den Eindruck, dass also wir sind jetzt in einer österreichischen Einheit, aber in der amerikanischen Armee. Wir wollten alle, also diese wenigen, die wir hier waren, etwas tun, um bei der Befreiung Österreichs mithelfen zu können. Und es war eigentlich erstaunlich, dass ein Bataillon oder überhaupt eine Kampfeinheit oder irgendetwas mit dem Namen Österreich ins Leben gerufen wurde.
Aber die Präsenz Österreichs, wissen Sie, die Maria Jeritza war bedeutend besser bekannt in Amerika wie ein österreichisches Bataillon. Ein Gruppenbild der Österreicher, aufgenommen im Ausbildungslager Atterbury im US-Bundesstaat Indiana. Zwei Habsburger dienen im Bataillon. Beide sind Brüder Otto Habsburgs, Karl und Rudolf. Der Protest der Linken lässt nicht lange auf sich warten. Die in New York erscheinende Neue Volkszeitung veröffentlicht eine Erklärung von Österreichern, durchwegs prominente Sozialdemokraten der Ersten Republik. Das österreichische Volk ist unter Hitler nicht monarchistisch geworden, stellen sie fest. Österreichs Zukunft könne nur anknüpfen an seine demokratisch-republikanische Vergangenheit. Gegen das Bataillon protestiert Julius Deutsch, jetzt in New York, der frühere Heeresminister und Schutzbundführer. Es protestiert der Sekretär der Sozialistischen Internationale, Friedrich Adler, auch er im New Yorker Exil. Gemeinsam mit Muriel Gardiner und deren Mann, dem Führer der revolutionären Sozialisten, Josef Buttinger, glaubt Adler noch immer an die sozialistische Revolution in ganz Deutschland, mit Österreich als Teil Deutschlands. Manfred Ackermann geht in New York gegen Schuschnigg auf die Straße. Sie alle unterzeichnen den Protest. Adler, Ackermann, Berzeler, Deutsch, Arnold Eisler, Ellenbogen, Jacques Hanak, Otto Leichter, Karl-Hans Seiler. Gegen Habsburg und das österreichische Bataillon protestieren auch die Exilregierungen der Tschechoslowakei und Jugoslawiens. Das Bataillon wird aufgelöst. Der Versuch ist gescheitert. Die österreichische Rundschau, das Mitteilungsblatt der Austrian Action in New York, zeigt in einer Karikatur die Zerrissenheit der österreichischen Emigration in den USA. Kleiner Mann, was tun? Jede Organisation will ihn für andere Ziele gewinnen. Ein Spiegelbild der österreichischen Politik in der Ersten Republik. Eine starke Gruppe von Österreichern befindet sich in Moskau. Kommunisten, Spanienkämpfer, Schutzbündler. Seit 1934 suchen sie Zuflucht in der Sowjetunion. Dieser Filmbericht zeigt die Ankunft einer Gruppe von Schutzbündlern in Moskau. Sie werden freundlich aufgenommen. Zum Empfang ist Georgi Dimitrov erschienen, der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale. Man setzt auf eine sozialistische Einheitsfront. Doch die Begeisterung wird bald gedämpft. Auch die österreichischen Emigranten werden den Verfolgungen durch Stalin ausgesetzt. Ruth Fischer-Meyenburg wunderte sich später über die eigene Begeisterung. Sowohl meine Verwandten wie mein Mann selber hatten eine Ausrede parat. Wir wollten deine revolutionäre Unbefangenheit nicht stören. Nun, sie wurde eben doch gestört. Es ging nicht anders. Denn ich habe natürlich dann doch auch erlebt, dass in der Gemeinschaftsküche plötzlich einer fehlte. Und wenn ich mich erkundigt habe oder so etwas, sagt sie, der ist auf Erholung. Und diese Erholung war also das Gefängnis Lubjanka und dann vielleicht Sibirien. Und eine Wiederkehr war dann nicht mehr zu erwarten. Für uns war es vollkommen neu. Wir hatten das weder erlebt noch erwartet. Und die Schutzbündler genauso nicht. Wir hatten doch ein sogenanntes Schutzbundhaus in Moskau, wo also doch eine ganze Reihe von Schutzbundfamilien gewohnt haben. Und die haben das Gleiche erlebt. Da ging es Trepp auf, Trepp ab in der Nacht. Und sie verschwanden eben. So sind auch Österreicher den Verfolgungen Stalins ausgesetzt. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Österreichs, Johann Koplenik, versucht bei der Internationale zu intervenieren. Aber auch Dimitrov ist gegenüber Stalins Geheimpolizei meist machtlos, erinnert sich Frau Koplenik.
Es war eine entsetzliche Zeit und wir haben überhaupt nichts verstanden. Und ich muss sagen, dass gerade bei den Österreichern es so war, dass die Österreicher für die Leute, dass die Vertretung der Kommunistischen Partei bei der Komintern, für die Leute von den Österreichern, die verhaftet worden sind, immer wieder versucht hat zu intervenieren. Es ist nicht immer gelungen, sehr selten gelungen, aber man hat es immer wieder versucht und wir haben furchtbar darunter gelitten. Das klingt fast unwahrscheinlich. Im Moment, wo Hitler einmarschiert ist in die Sowjetunion, am 22. Juni 1941, war plötzlich die ganze Familie wieder einig. Alles war vergessen. Jetzt musste man mit unseren Kräften in den Kampf gehen. 1942. Die Schlacht um Stalingrad bringt die große Wende im Krieg wie in der Weltpolitik. Über 300.000 deutsche Soldaten waren zum Angriff auf Stalingrad angetreten. Sie treffen auf den harten Widerstand der Sowjets. Jedes Haus wird verteidigt. Um jeden Straßenzug wird tagelang gekämpft. Im Raum von Stalingrad ziehen die Sowjets 10 Armeen zusammen. Die deutsche Front wird durchbrochen. Die Stadt von den Sowjets eingekesselt. Fast 300.000 deutsche Soldaten werden eingeschlossen. Unter ihnen viele Österreicher. Otto Zach war einer von ihnen. Das Fürchterlichste für uns war natürlich erstens einmal der Mangel an Lebensmitteln. Wir haben wohl die ersten Tage noch so ein Viertel Wecken Brot bekommen, aber das wurde mit zunehmender Dauer immer weniger. Und ich kann mich erinnern, zu Weihnachten haben wir große Freude gehabt, dass wir wenigstens ein Viertel Brot jeder gekriegt haben. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, was auf mich wartet, hätte ich gesagt, das gibt es nicht, dass das ein Mensch durchhalten kann. Es war so, dass ich meine Gedanken rund um die Uhr nur um ein Stück Brot gedreht haben. Immer, wenn ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das möglich war. Aber wirklich, meine Frau war damals schwanger. Ich habe überhaupt keine Gedanken um meine Familie verwendet, sondern ausschließlich auf ein Stück Brot. Mit 5000 Kanonen und Raketenwerfern beschießen die Sowjets die deutschen Stellungen. Dann treten die Rotarmisten zum Angriff an. Es war fürchterlich, es war ein Gegenhang und auf dem Gegenhang war alles schwarz vor Russen. Und uns wurde immer wieder gesagt, die Russen haben keine Leid mehr, es sind schon so viel gefallen. Und wir waren auf einem Abschnitt von, 200-300 Meter, 4 Mann. Wenn ich heute mir das so vorstelle, ist mir das unverständlich. Ich habe auf Menschen geschossen wie auf eine Zielscheibe. Vielleicht war im Unterbewusstsein entweder er oder ich da, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls ganz ruhig, ich war nicht aufgeregt, ich habe keine Angst gehabt, gar nichts. Vollkommen emotionslos. Josef Artner war Arzt in Stalingrad. Er schildert den psychischen Zustand der Soldaten. Da bricht in diesem Augenblick auch bei uns der Russe durch. Ich sehe gerade noch, wie der Kompaniechef unserer Maschinengewehrkompanie, nachdem sein letzter Mann gefallen war, sich eine Kugel durch den Kopf jagt. Viele Offiziere haben, nachdem sie gesagt haben, das Fürchterlichste, was ihnen passieren könnte, das ist, in eine russische Gefangenschaft zu kommen, haben die Konsequenzen daraus gezogen
und haben sich selbst umgebracht. Die Situation in psychischer Hinsicht war natürlich katastrophal, vor allem auch deshalb, weil sich alle diese Soldaten, die in Stalingrad waren, von Hitler vor allem verkauft und verraten gefühlt haben, weil alle wussten, dass ein Ausbruch aus dem Kessel mit eigener Kraft noch möglich war und Hitler das deshalb verboten hat, um möglichst lange 7 russische Armeen zu binden. Erst am 2. Februar 1943 ergeben sich die Reste der deutschen Truppen in Stalingrad nach 3-monatiger Belagerung. Unter den zerschossenen Panzern auch solche mit dem Wiener Wappen. Und unter den Gefallenen viele tausend Österreicher. Von 300.000 deutschen Soldaten haben nur 90.000 in Stalingrad überlebt. Jetzt gehen sie in die Kriegsgefangenschaft. Auch ihr Kommandeur, der Generalfeldmarschall Friedrich Paulus. Er wird den sowjetischen Generälen zum Verhör vorgeführt. Hitler hatte befohlen, Stalingrad zu halten bis zur letzten Patrone. Und Paulus hat gehorcht, hat weder den Ausbruch noch die rechtzeitige Kapitulation seiner Soldaten angeordnet. Paulus wird nach Moskau geflogen. Seine Soldaten treten den Marsch in die Gefangenschaft an. Die meisten von ihnen total erschöpft. Viele von ihnen verwundet. Fast alle an Ruhr- oder Flecktyphus erkrankt. Die deutschen Ärzte haben kein Verbandszeug mehr und keine Medikamente. Die Sowjets betreuen vor allem ihre eigenen Leute. Ein 10-tägiger Todesmarsch. Bei Schneesturm, minus 35 Grad, kein einziges Mal ein Quartier. Jeden zweiten Tag bekommen wir ein Stück hartes Brot, einen kleinen salzigen Fisch, nichts zu trinken. Wenn irgendein Gefangener aus Erschöpfung nicht mehr weiter konnte und die Kameraden ihn auch nicht mehr mitschleppen konnten, wurde er vom Politoffizier oder vom Wachtior durch einen Genickschuss getötet oder von einem vorbeifahrenden Panzer überrollt. 80% dieser Gefangenengruppe sterben während dieses Marsches an Erschöpfung, an Erfrierung. Manche werden sogar wahnsinnig. Sie sehen plötzlich Hütten vor sich, die nicht existieren. So treten sie diesen Marsch an. Rund 90.000 sind es. Nur 6.000 von ihnen werden die Kriegsgefangenschaft überleben. In Moskau werden die Exilösterreicher aktiv. Sie versuchen bei der Sowjetführung einen eigenen Status für die österreichischen Kriegsgefangenen zu erreichen. Mit dem Ziel, sie von den Deutschen zu trennen und sie für die Wiedererrichtung eines selbstständigen Österreichs nach dem Krieg zu gewinnen. Ich hatte das Glück, 1943 nach Stalingrad mit dem Auftrag in das Offizierslager von Jalabuga geschickt zu werden. Wir haben ja wilde Kämpfe darum geführt. Österreich ist eine eigene Nation. Wir haben von der Sprache begonnen bis zur Geschichte, bis zu allem. Österreich ist eine eigene Nation. Die Österreicher sind eine eigene Nation. Und in Jelabuga ist es mir gelungen, aber zuerst muss ich den Lagerleiter überzeugen. Bei dem habe ich 2 oder 3 Abende nach der Arbeitszeit bei dem Lagerleiter mit dem ganzen Offiziersstab, seinem Offiziersstab, der Roten Armee, also habe ich Vorträge über Österreich gehalten. Sag ich, ich will das. Dass ihr glaubt es mir nicht, aber das sind andere Leute. Ach, sind alles Verbrecher. Nein. Und da ist es mir gelungen, in Jelabuga, also, das geht ja immer dann holter die Polter, 2 große Räume freizumachen, nur für die Österreicher. Und da haben sich nicht alle gemeldet. Wir haben dann nachher noch unter den Deutschen eine Menge Österreicher gefunden, die nicht zu uns gehören wollten. Die Soldaten in diesen Lagern sollen sich nicht nur als Österreicher bekennen, sie sollen auch antifaschistische Lehrkurse absolvieren
und wenn möglich für die Sache des Kommunismus gewonnen werden. Sie starben, damit Deutschland lebe. So meldet der völkische Beobachter in Wien die Niederlage von Stalingrad. Im Wiener Konzerthaus findet eine Gedenkkundgebung für die Hoch- und Deutschmeister statt, die in Stalingrad zugrunde gegangen sind. Gauleiter Schirach spricht. Sie seien als Helden gestorben, die Deutschmeister. Hitler hat die Neuaufstellung des Regiments befohlen. Gleich neben dem Konzerthaus, auf dem Platz des Wiener Eislaufvereins, wird zur gleichen Zeit fleißig trainiert. Das Propagandaministerium des Josef Goebbels hat in Wien besondere Talente entdeckt. Eiskunstläufer von Weltklasse. An der Spitze der siebenfache Weltmeister Karl Schäfer. Nach Stalingrad sollen sie dem Publikum Aufmunterung und Entspannung bringen. Eine Eisrevue wird zusammengestellt. Unter den Eiskunstläuferinnen befindet sich Edith Petter. Und da hat sich dann schon eingeschaltet das Reichspropagandaministerium. Die haben dann schon Veranstaltungen gekauft fürs Militär. Weil wir waren ja mitten im Krieg, da waren dann große Militärveranstaltungen und vor allem auch schon für die Verwundeten. Und nach dieser großen Berlin-Serie ist als großer Höhepunkt dieser Saison gekommen die Filmarbeit an eigentlich dem größten Spielfilm, der während des Kriegs entstanden ist, der Weiße Traum. Doch unsere er wird in Wien gedreht, der größte Revuefilm des Dritten Reichs, mit dem Prater als Kulisse. Dass der Prater lebt und tanzt und träumt, gibt sonst im Winter kaum. Drum heißt auch unsere Revue ab heute der Weiße Traum. Olli Holzmann in der Hauptrolle, Fritz Imhoff als Ringelspielbesitzer. Wer fährt noch mal Ringelspiel? Diese Hetzung kostet viel. Wie schön erheut für mich die Welt, wenn der mir gefällt, mich in die Arme nehmen. Die Stars der Revue sind Emmy Putzinger als Double für Holzmann und Karl Schäfer, der in mehreren Rollen sein großes Können zeigt. Das ist gar nicht so schlecht, wie ich gehofft habe. Ich habe schon schlechtere gesehen. Bei dieser Revue wird mit Mitteln nicht gespart. Der Weiße Traum soll das Publikum die Tristesse des Krieges wenigstens für Stunden vergessen lassen. Dann Jazzrhythmen, Stepptanz und New York als Kulisse. Alles ist auf einmal erlaubt, wenn es die Stimmung hebt. Thank you.
Eine Revue aus Wien im Kriegsjahr 1943. Von Goebbels zur Stimmungsmache genützt. Und dann die erste große Serie in Berlin. Das waren 22 ausverkaufte Häuser im Berliner Sportpalast. Und diese Fahrt, also die war ja wahnsinnig deprimierend damals. Weil da waren diese Städte ja schon alle so bombardiert in Deutschland. Und wir sind da in die Abendstunden reingekommen und wir haben am Firmament also nur gesehen, also die brennenden Städte, alles rot und voll Rauch. Wien wird noch nicht bombardiert. Und so werden hier gleich die nächsten Filme gedreht. Einer davon mit Johannes Heesters in der Hauptrolle. Glück bei den Frauen heißt die Revue. Und der Film wird im Theater an der Wien gedreht, das zu diesem Zweck in ein großes Filmatelier umgewandelt wird. Mein Herz ist gleich wie eine Frau verdorben. Warum nur eine Freude, ach wozu? Ich will's mit keiner mir verscherzen. In meinem Herzen ist Platz für mir als einen Schatz. Ob sie nun blond, ob schwarz, ob rot, ob braun. Ich sing das Lied der Liebe allen Frauen. Mir lacht das Glück aus vielen süßen Die Inhalte dieser Filme sind bewusst unpolitisch. Sie sollen für Ablenkung sorgen und Freude in den sorgenvollen Alltag bringen. Und sie sollen auch die Soldaten unterhalten. In Söcking, und da ist ein Blindenheim. Und da werde ich immer an den Krieg erinnert. Weil die Blinden, ich gehe hinter mir, ist ein Wald und da gehen sie durch und dann kommen sie vor meiner Tür und sagen, da wohnt der Heesters. Nein, wirklich, hol der Heesters, ich muss ihn sehen. Mensch, den habe ich doch gesehen, damals in Wien und damals habe ich ihn in Berlin gehört. Ich stehe zufällig im Garten und habe gemäht und Heesters, komm doch mal her. Und dann muss ich hingehen und dann tasten sie mich ab, sagen, Mensch, weißt du, was du uns gebracht hast? Wie viel Freude, ich saß auf der zweiten Reihe im Metropol. Theater. Und da habe ich dich gesehen und da hast du gesungen. Ein Glück, dass man sich so verliebt. Ich bin wieder an der Front gegangen und ich war glücklich. Mensch, das waren Zeiten. Ich sage, hör das an. Das waren Zeiten. Und jetzt ist er blind und kann nicht mal mehr sehen. Eine Sonderproduktion, der Wien-Film, steht im krassen Gegensatz zu all den Revuen. Der Wille zum Leben. Ein Film, gedreht für Kriegsversehrte. Eine Szene in einem Militärspital. Ein Beinamputierter kommt als Zivilist auf Besuch zu den Kameraden. Ich habe gewettet, dass du kommst. Versteht sich. Wenn dir die Weiber dazu so viel Zeit lassen. Ehrensache. Aber immer eins nach dem anderen und ihr seid nicht die Letzten. Tja, die Zeit im Lazarett vergisst man nicht so schnell. Ist denn das? Ach, ein Neuer. Und warum steht er nicht auf? Ich weiß nicht, er redet ja kaum mit uns. Nur weil es den hat seelisch. Seelisch? Das kenne ich. Kommst du mit auf den Sportplatz? Geht voraus, ich komme gleich nach. Ja, komm aber bald, ja? Was fehlt ihm denn? Der hat eine schwere Beinverletzung. Aber das ist es nicht. Ihm fehlt der Lebenswille und das ist schlimm. Hörst du? Kriegsversehrte wie du, die singend auf die Übungswiese ziehen, um zu trainieren. Vielleicht für die nächste Olympiade, nicht wahr? Für viel mehr. Sie trainieren für den Wettkampf des Lebens.
Dieser Film soll nur schwer Kriegsversehrten in geschlossenen Vorstellungen gezeigt werden. Das breite Publikum könnte den ganzen Wahnsinn dieses Krieges begreifen. Dann zieht der Film die Konsequenz aus dem Gezeigten. Das Leben geht weiter, wenn möglich, in der Rüstungsindustrie. Dazu der Originalton. In den Betrieben der Heimat stehen ihm seine versehrten Kameraden nicht nah. Auch sie schafft man Werkbänken und Maschinen. Heute noch Waffen und morgen Werke des Friedens. So stehen unsere Kriegsversehrten wieder im Wettkampf des Lebens. Als Volksgenossen unter Volksgenossen, als Kameraden unter Kameraden. Was sie von der Gemeinschaft erwarten, ist nicht Mitleid, sondern Achtung und Kameradschaft. Die Rüstungsproduktion erreicht Rekordzahlen. Doch auch der Widerstand wächst. Die Nachschubzüge müssen nicht nur gegen Fliegerangriffe geschützt werden, auch gegen Partisanen. Und in der Rüstung wie auf den Bahnen nehmen die Widerstandsaktionen zu. Auch und besonders in der Ostmark, in Österreich. Pauline Hrdlička gehörte einer sozialistischen Jugendgruppe an, die sich entschloss, etwas gegen den Krieg zu tun. Ja, zum Widerstand haben wir uns entschlossen, weil man gesehen hat, wie sie die blühende Jugend raus an die Fronten schicken. Die fallen einer nach dem anderen und die anderen sitzen da und machen nur Krieg. Und wir haben uns eben entschlossen, diese Nachrichten von der BBC an den Feldpostnummern an Soldaten weiterzuschicken, dass die Hoffnung schöpfen, dass es doch einen Widerstand gibt auch und andere Nachrichten als nur die Propaganda von Goebbels. Dann bin ich dazugekommen, gerade. Ich habe meinen Mann vom Betrieb abgeholt, mein Fahrrad. Wir sind nach Halbern runtergefahren, da hat er Zeichnungen gemacht von Strohdristen. Ja, und dann habe ich die Durchführungsbestimmungen in die Hand gekriegt, dass man die eben als Liebespaare getarnt, junge Leute runterfahren sollen, nach Halbern und das anzünden sollen. Dann weiß ich, dass bei Privilegien und Urban Wehrmachtsauto zum Transport an die Front abgestellt waren. Die wurden auch in Brand gesetzt. Ja. Telefonhütteln wurden gesprengt. Ja, es. Und alle haben wir daran geglaubt, dass das mithilft, zu zeigen, dass es einen Widerstand gibt, dass nicht alle einverstanden sind mit Hitler. Fast jeder Tagesbericht der Geheimen Staatspolizei in Wien meldet Sabotageakte in Fabriken und an Rüstungsgütern. Lastkraftwagen, Panzer, Flugzeuge wurden unbrauchbar gemacht. Hunderte Verdächtige werden verhaftet und vor die Volksgerichte gestellt. Es sind Blutgerichte. Allein schon Kritik am Krieg oder gar an Hitler bringt die Angeklagten ins Konzentrationslager und sogar auf das Schafott. Die Urteile werden im Namen des deutschen Volkes ausgesprochen. Es sind viele tausend. Hier die allein an 5 Tagen im September 1943 in Wien gefällten Todesurteile. Die Verurteilten sind durchwegs Österreicher, Frauen und Männer, beschuldigt der Vorbereitung zum Hochverrat, weil sie etwas gegen den Krieg und gegen den Wahnsinn der Führung unternehmen wollten. Die Urteile werden vollstreckt. Tod durch Enthauptung. Die Justifizierten werden am Wiener Zentralfriedhof begraben. Was durch den Hitler hingerichtet sind worden, die sind ja auch hier auf der Gruppe 40 eingegraben. Wo sind die justifiziert worden, wissen Sie das? Ja, in ein Landesgericht, im Landesgericht drinnen. Und auf welche Art sind die justifiziert worden? Na, mit dem Fallbein. Und die hat man dann hierher gebracht? Hierher gebracht, ja, meistens an einem Freitag. Die Statistik der Staatspolizeileitstelle Wien verzeichnet allein im Oktober 1943 2347 Festnahmen und 568 Einweisungen in Arbeitslager.
An der Spitze des Widerstands Kommunisten, Marxisten, gefolgt von Legitimisten und Bürgerlichen und dem religiösen Widerstand, vor allem der Zeugen Jehovas, die gnadenlos verfolgt werden. Widerstand geht auch von Berlin aus, von den Männern des späteren 20. Juli. Sie wollen Hitler ausschalten. Einer ihrer Abgesandten ist Wilhelm Leuschner, deutscher Gewerkschafter. Leuschner kommt nach Wien, kontaktiert zwei Männer des christlich-sozialen Widerstandes, Felix Hurdes, später Mitbegründer der ÖVP, und Lois Weinberger, später Wiener Vizebürgermeister. Und Leuschner geht zu Adolf Scherf, dem Sozialdemokraten und späteren SPÖ-Vorsitzenden. Leuschner will sie für ein großdeutsches Reich gewinnen. Auch nach Hitler soll Österreich angeschlossen bleiben. Doch die Österreicher sagen nein. Die Tochter Adolf Scherfs, Martha Kürle, hörte das Anliegen Leuschners. Zu fragen, wie die Situation Österreichs sein würde, wenn Hitler nicht mehr ist, und ob man dann, mit wem man in Österreich rechnen könnte, als in der Zusammenarbeit mit dem Aufbau eines neuen Reiches. Und da hat also mein Vater gemeint, Österreich käme für so etwas in der Zusammenarbeit mit Deutschland nicht mehr in Frage. Und dass Österreich einen anderen Weg gehen würde. Und das ist mir deshalb so in Erinnerung, weil ich eben mein Studierzimmer neben dem Zimmer meines Vaters war und der Mann immer voller Aufregung gesagt hat, das kann doch nicht möglich sein. Und es war also ein sehr aufgeregtes Gespräch. Der militärische Widerstand der Männer des 20. Juli wird von einer Reihe österreichischer Soldaten und Offiziere voll mitgetragen. Im Wehrkreiskommando 17, das seinen Sitz im ehemaligen Kriegsministerium am Wiener Stubenring hat. Kopf der Verschwörung ist Major Karl Sokol. Er sorgt dafür, dass vorwiegend aus Österreichern bestehende Wehrmachtsverbände nach Österreich verlegt werden. Diese Verbände hatten aber jeweils in ihren Führungspositionen bereits Offiziere oder es waren auch manchmal Feldwebel, die genau wussten, worum es dabei ging und die bereit standen, dass sie für den Fall eines tatsächlichen Kampfes auf ein neues Österreich vereidigt worden wären, beziehungsweise dass diese dann den Kampf gegen Hitler aufgenommen hätten. Sokol nützt, so wie die Männer des 20. Juli, den Einsatzplan Walküre, der vorsieht, dass in Fällen dringender Gefahr einsatzfähige Einheiten der Wehrmacht zur Verfügung stehen, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. In Österreich würden es österreichische Einheiten sein. Hugo Pepper hat eine solche Widerstandsgruppe innerhalb der Wehrmacht aufgebaut. Eine Gruppe, die sich zunächst einmal formiert hat, die sich dann über die normale Bewaffnung hinaus bewaffnet hat für einen möglichen Ernstfall am Tage X. Und diese kleine Gruppe ist später sozusagen freundlich weitervermittelt worden an einen Dienstvorgesetzten, einen österreichischen Hauptmann, der unser Kommandeur war und der mich eines Tages gefragt hat, ich höre, Sie bauen da eine Armee in der Armee auf. Ich habe mich sofort umgestellt und er hat sich aber mir eröffnet und gesagt, ich könne mit ihm frei reden. Er sei ein Gewehrsmann der Widerstandsgruppe im Wehrkreiskommando 17. Das war also jene Gruppe, die dann später auch am 20. Juli in Aktion getreten ist in Wien und zwar eigentlich perfekter als die Berliner Aufständischen. Der Führer dieser Gruppe war der ja bekannte Major Sokol. Das ist die Stadt Casablanca in Marokko. Amerikanische und britische Truppen sind hier gelandet, haben Marokko besetzt. Und im Januar 1943 trifft in Casablanca der amerikanische Präsident Roosevelt ein. Er kommt zu einem Gipfeltreffen mit dem britischen Premierminister Winston Churchill. Die beiden Staatsmänner wollen die militärischen und politischen Ziele der Westmächte in diesem Krieg festlegen. Roosevelt und Churchill befürchten, Stalin könnte einen Sonderfrieden mit Hitler schließen.
Roosevelt und Churchill wollen Stalin fest an sich binden und ihn beruhigen. Auch sie würden mit Hitler nie Frieden machen. Vor der internationalen Presse erklärt Roosevelt in Casablanca demonstrativ, das strategische Ziel der westlichen Alliierten sei die Niederringung Deutschlands bis zu dessen bedingungsloser Kapitulation. Es werde keinen Sonderfrieden geben, keinerlei Verständigung, mit welcher deutschen Führung auch immer. Die Generalstäbe der USA und Großbritanniens planen in Casablanca die militärische Strategie zur Niederwerfung Deutschlands. Der totale Luftkrieg gehört dazu. Und diese Luftangriffe werden sich von nun an auch gegen Ziele in der Ostmark, in Österreich, richten. Im Sommer 1943 wird der erste Großangriff vorbereitet. Spreng- und Brandbomben werden geladen und geschärft. Die Piloten werden auf ihr Ziel eingewiesen. Dieses Ziel ist Wiener Neustadt. Getroffen werden sollen die Flugzeugwerke und andere Rüstungsbetriebe in und um Wiener Neustadt. Es ist der 13. August 1943. Dieser Filmbericht zeigt den Ablauf eines derartigen amerikanischen Bombenangriffs auf Ziele in Deutschland. Die Gruppen formieren sich. Der Anflug erfolgt in fast 6000 Meter Höhe. In der kalten Luft bilden die Verbrennungsgase der Bomber dichte Kondensstreifen. Erst knapp vor dem Ziel werden die Bomber von der Flugabwehr angegriffen. Die schwarzen Wölkchen sind explodierende Flakgranaten. Mit der Bombardierung Wiener Neustadts erleben die Österreicher den ersten schweren Fliegerangriff in diesem Krieg. Der Bombenwurf sollte die Flugzeugwerke treffen. Doch ein großer Teil der Bomben fällt auf Wohngebiete. Bei den ersten Angriffen werden die Gebäude der Rüstungsbetriebe beschädigt. Die Produktionsstätten bleiben noch weitgehend intakt. Der deutsche Rüstungsminister Albert Speer wird vom Gauleiter der Steiermark, Überreiter, in St. Marein empfangen. Die Industrieausfälle im Ruhrgebiet sollen von der steirischen Industrie ausgeglichen werden. Neue Werksanlagen werden in Betrieb genommen. Österreich gilt trotz der nun einsetzenden Luftangriffe noch immer als ein ziemlich luftschutzsicheres Gebiet des Reichs. Hitler will vor allem den Panzerbau forcieren, glaubt, mit neuen Panzertypen militärisch wieder die Oberhand gewinnen zu können. Für wesentliche Verbesserungen beim Panzerbau dankt Hitler hier dem österreichischen Autoingenieur Ferdinand Porsche. Porsche hatte noch vor dem Krieg den Volkswagen konstruiert. Der österreichische Anteil an den Kriegsanstrengungen des Dritten Reichs wird den Österreichern noch im Jahr 1943 von den Alliierten vorgehalten. In Moskau. Der amerikanische Außenminister Cordell Hull trifft in der sowjetischen Hauptstadt ein. Er wird von Molotow erwartet. Hull kommt zu einem Treffen der alliierten Außenminister, bei dem die Nachkriegsordnung Europas beraten werden soll.
Bei diesem Treffen soll entschieden werden, was nach dem Krieg mit Deutschland geschehen soll, also auch mit Österreich. Dem Amerikaner folgt der britische Außenminister Anthony Eden. Unter den Akten, die Eden in die Konferenz einbringt, befindet sich auch der Entwurf einer Deklaration über die Zukunft Österreichs. In der Hauptfrage der Konferenz, der Zukunft Deutschlands, können sich die Außenminister nicht einigen. Doch was Österreich betrifft, sind sie sich schließlich einig. Österreich soll als unabhängiger Staat wiederhergestellt werden. Der Anschluss wird für null und nichtig erklärt. Und Österreich als erstes Opfer der Hitler-Aggression bezeichnet. All das steht in der von den Außenministern beschlossenen Moskauer Deklaration, die damit zur Geburtsurkunde des neuen Österreichs wird, der Zweiten Republik. Die Außenminister erklären allerdings auch, dass Österreich für seinen Beitrag zum Hitlerkrieg eine Verantwortung trage, der es nicht entrinnen könne. Und es darauf ankäme, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beitragen werde. Einig sind sich die Außenminister auch, dass sie den Krieg gegen Deutschland mit allen Mitteln fortsetzen werden und es keine Schonung geben werde. Auch nicht für die Ostmark. Die Luftangriffe mehren sich. Diese Filmaufnahmen wurden bei einem Angriff auf Linz gemacht. Linz verfügt über Luftschutzstollen, die in den Berg getrieben wurden. Die Bombenwürfe treffen auch und manchmal sogar nur die Wohnviertel der Zivilbevölkerung. Verschüttete werden geborgen. Gegen Volltreffer nützen oft auch die Luftschutzkeller nicht. Die Linzer Stahlwerke mit ihren Hochöfen und nur einem einzigen größeren Brandherd. Während die Industrie teilweise intakt bleibt, liegt ein Großteil der Stadt in Trümmern. In diesem Inferno nehmen nicht viele die Moskauer Deklaration über Österreich zur Kenntnis. Wohl aber wächst die Ablehnung des Krieges und die Besinnung auf Österreich. Vergeblich die Parolen des Regimes, niemals zu kapitulieren, den Feinden mit Hass und Tod zu begegnen. Eine andere Parole taucht auf.